wie groß der Einfluss des Schlankheitswahns in unserer Welt auf die Entstehung der Magersucht ist. Darüber wird zwar noch gestritten, aber es tut sich auch bereits etwas. In England und Italien zum Beispiel dürfen Models nur noch nach einem Gesundheitscheck auf den Laufsteg. Und in Spanien hat man sogar den Schaufensterpuppen per Gesetz Kurven verordnet. Nun haben wir ja alle ein gewisses Bild unserer eigenen Erscheinung, ob wir sportlich oder pummelig wirken, schön oder eher unschön sind. Und dabei lügt sich natürlich jeder in die Tasche, zum Guten oder zum Schlechten. Realitätsverzerrung gehört zur menschlichen Wahrnehmung. Bei Magersüchtigen hat der Blick in den Spiegel aber fast gar nichts mehr mit dem tatsächlichen Bild im Spiegel zu tun. Die Körperwahrnehmung ist gestört. Und genau diese Beobachtung hat zu einer hochinteressanten Therapie geführt. Wie eine zweite Haut wird der Neoprenanzug über den Körper gezogen. Mit dem hier geht's aber nicht zum Surfen. Er dient einer neuen Therapie gegen Magersucht. Die 20-jährige Julia, deren Namen wir geändert haben, trägt den Druckanzug seit 3 Monaten, um ihren Körper wieder zu spüren. Sie hat damit den besten Behandlungserfolg. Stellen Sie sich auf die Waage, was man heute sind. Fühlen Sie jetzt wie großartig. 54,2. Gutes Ergebnis. Der Leipziger Neuropsychologe Martin Grunwald von der deutschen Forschungsinitiative Essstörungen hat die neue Therapie entwickelt. Die ersten Tage und Wochen waren auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich hatte ein extremes Druckgefühl im Kopf. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass ich das Anzugtragen als völlige Normalität einstufe. Beruhigt. Das beruhigt sich, ja. Auf jeden Fall wahnsinnig. Ja. Also, das hilft Ihnen bei Entspannung, ja, ganz aktiv. Das ist ein Geborgenheitsgefühl, diese Enge. Es hat auf jeden Fall bei Angstbewältigung geholfen. Julia, die schon seit 8 Jahren an einer Essstörung leidet, hatte Angst vor allem, besonders vor anderen Menschen. Sie machte stundenlange Spaziergänge mit ihrem Hund. Sonst sah sie fern, nahm Beruhigungspillen und aß nichts mehr. Dann entschloss sie sich für die Therapie mit dem Neoprenanzug. Daten aus dem Gehirn dienen als Grundlage der Behandlung. Wir sehen, dass wenn eine Patientin und Patient über mehrere Wochen, Monate mit diesem Anzug lebt und den, also wir machen das 3-mal am Tag für 1 Stunde, nutzt, dass sich dann die hirnelektrische Aktivität zum Positiven verändert. Also wir interpretieren dieses Signal Veränderung so, dass das Gehirn anfängt, wirklich adäquate Informationen über die Körperdimensionen zu verarbeiten. Magersüchtige leiden an einer Körperschemastörung. Auch Filme im Internet weisen auf diesen Ausfall hin. Martin Grunwald sieht die Ursache dafür im Gehirn. Sie erleben ihren Körper in einer völlig anderen Weise, als er sich objektiv darstellt. Das heißt, im Gehirn werden die eintreffenden Informationen vollständig falsch interpretiert, wenn jemand ein derart verzerrtes Körperempfinden von sich selbst hat, dann ist ihm auch nicht beizubiegen, warum er jetzt essen soll. Mit verschiedenen Experimenten bewies Martin Grunwald, dass Magersüchtige ein sehr schlechtes Tastempfinden haben. Ein einfaches Relief abtasten und dann zeichnen, während ein EEG aufgezeichnet wird, ist normalerweise kein Problem. Doch Magersüchtige machen dabei viele Fehler. Je komplexer die Figur wird, umso schlechter werden ihre Leistungen, obwohl Magersüchtige in der Regel überdurchschnittlich intelligent sind. Hier gab es also einen wichtigen Befund, dass eine bestimmte Hirnregion offensichtlich nicht so aktiv ist wie bei den gesunden Vergleichspersonen. Und diese Hirnregion, den nennen wir den rechten Parietalkortex, ein hinteres Hirngebiet, das die vielen Einzelinformationen während des Tastsinnes integriert. In der Körpertherapie machen die Magersüchtigen viele Übungen, die dieses Hirnareal anregen. Da die Kranken den Druckanzug auch ohne Therapeutin regelmäßig anwenden können, griff die Körpertherapeutin von der Berliner Charité die Methode schnell auf. Wenn wir über den ganzen Körper eine enge Haut ziehen, wie ja dieser Neoprenanzug ist, gibt es eine permanente Information ans Gehirn über die Berührung. Die Patienten bewegen sich, das heißt auch in der haptischen Wahrnehmung kann ich positiv Einfluss nehmen.
Für Martin Grunwald ist die Körperschemastörung bei Magersüchtigen das zentrale Symptom der Krankheit, dem ein Berührungsmangel zugrunde liegen soll. Wenn bestimmte Formen von Berührungen fehlen innerhalb der Entwicklungsphasen, auch der ersten Jahre, dann kann es eindeutig zu hirnfunktionellen Einschränkungen kommen. Das heißt, wir glauben, dass es sich bei der Magersucht um eine hirnfunktionelle Entwicklungsstörung handelt. Julia ist jetzt wieder mit gesundem Appetit. Die Therapie mit dem Neoprenanzug brachte für sie den entscheidenden Fortschritt in einem Moment, als ihr Gesprächstherapien nicht mehr halfen. Das ist der himmelweite Unterschied. Das ist alles viel mehr körperliches. Ich habe den Anzug an, ich beschäftige mich damit, ich merke meine eigenen einzelnen Körperpartien von den Oberschenkeln angefangen, gerade wenn ich laufe und mich bewege. Und welche Therapie hat man täglich, wenn man nicht gerade irgendwo stationär im Krankenhaus ist? Julia spielt wieder unbeschwert mit ihrem Hund. Doch zur Stabilisierung schafft sie sich einen neuen Anzug an. Der alte ist jetzt zu klein. Ja, was lernen wir aus diesen Erkenntnissen? Auch wir nicht Essgestörten. Nun, streicheln nicht vergessen. Berührung ist wichtig. Nicht umsonst massieren die Inder beispielsweise ganz intensiv ihre Kleinkinder.